Willkommen zum Salzburger Jugendlandtag. Mein Name ist Tanja Kreidenhuber und ich darf an diesem Nachmittag des Salzburger Jugendlandtags jetzt ganz herzlich die Pia, die Theresa, den Michi und den Sebastian begrüßen, die die Sprecher und Sprecherinnen der Themengruppen sind, die heute bzw. gestern eingeteilt wurden, um Anträge für den Salzburger Landtag zu erstellen. Und zwar darf ich jetzt als allererstes die Theresa fragen, aus welcher Gruppe bist du denn? Ich bin in der Gruppe Gute Arbeit für alle. Und mit welchen Themen beschäftigt sich diese Gruppe? Ja, wir haben uns besonders so eingegrenzt auf zwei Themengebiete. Einmal die 30-Stunden-Woche und ebenfalls bessere Informationen für Oberschüler. Das heißt, die 30-Stunden-Woche und bessere Informationen für Oberschüler sind sozusagen Themen, die ihr in Anträgen verpacken wollt? Ja, also hauptsächlich diese zwei Themengebiete werden wir in den Anträgen stellen. Danke für die Information, Theresa. Kommen wir gleich zu Michi. In welcher Gruppe bist denn du? Ich bin in der Gruppe Raum und Beteiligung für alle. Was sind da eure zentralen Themen? Wir haben an der Entwicklung einer App gearbeitet, beziehungsweise an dem Gesetzentwurf, die als österreichischer Bürger alle Karten und Formulare beinhaltet. Und wir haben auch daran gearbeitet, wie man Informationen von Wahlprogrammen vor einer Wahl besser an das Volk bringen kann. Was meint ihr konkret damit besser an das Volk bringen können, also vor der Wahl? In Form von einer Broschüre, die mit der Wahlinformation mitgeschickt wird, beziehungsweise bei der Briefwahl im Kuvert enthalten ist. Das heißt sozusagen, dass etwas neutral, also dass die Menschen neutraler informiert werden, oder wie genau strebt ihr das an, dass das sozusagen eine bessere Information ist? Genau, es sollte neutral mit einer Expertenkommission das Programm erarbeitet bzw. analysiert und ausgearbeitet werden. Danke, Michi. Dann haben wir da zu meiner Linken nur die Pia sitzen. Und zwar, Pia, aus welcher Gruppe bist denn du? Ich gehöre zu der Gruppe, die EU mit der Jugend zusammenzubringen. Die EU mit der Jugend zusammenzubringen, um welche Themen interessieren euch da ganz besonders, die ihr vielleicht da in Anträge verpacken werdet oder vielleicht sogar schon verpackt habt? Wir sind bereits fertig mit den Anträgen. Unser Antrag Nummer 1 lautet, dass in den Schulen im Rahmen des Geschichtsunterrichts die politische Bildung mehr Wert bekommt. Und unser zweiter Antrag lautet, eine verpflichtende Bildungsreise nach Brüssel in der Oberstufe durchzuführen. Danke, Pia. Dann haben wir ganz zum Schluss zu meiner Rechten nur einen Sebastian. Und zwar, das ist der Sprecher der Gruppe. Ein nachhaltiges und grünes Europa. Was sind da so die zentralen Themen, die euch extrem interessieren, und warum sind das eure zentralen Themen? Wir haben uns hauptsächlich natürlich mit den Öffis beschäftigt, weil immer wenn es um Ökologisierung und Nachhaltigkeit geht, geht es auch um die Öffis, denn man muss einfach den Individualverkehr von den Kfz in die öffentlichen Verkehrsmittel bringen. Ein zweites Thema, was wir ziemlich besprochen haben, war die Müllvermeidung und ob Lebensmittelverschwendung im Müll, wie man das lösen kann, das Problem. Und warum interessieren euch gerade diese Themen? Also wie seid ihr auf die Themen gemeinsam sozusagen als Gruppe gekommen? Naja, zum einen das Thema mit dem öffentlichen Verkehr betrifft uns selbst als Schüler. Viele, die in ländlichen Gemeinden wohnen, haben eine schlechte Busverbindung, kommen vielleicht in der Früh zwar in die Stadt, aber am Nachmittag gibt es nur mehr einen Bus, der zurückfährt, und müssen da sehr lange warten. Und wenn sie ihn verpassen, kommen sie eben gar nicht mehr nach Hause. So haben wir eben die Themen eruiert, die uns am meisten betreffen. War das bei euch alle in der Gruppe so, dass ihr sozusagen Themen besprochen habt gemeinsam, oder wie hat euch euer Arbeitsprozess da ausgeschaut? Michi, magst du uns da vielleicht einmal sagen, wie es in eurer Gruppe war? Wir waren eine sehr kleine Gruppe, wir waren nur 4 Leute, und das hat natürlich die Zusammenarbeit besser gestalten, also wir haben es besser gestalten können. Wir waren uns sehr einig, was mich persönlich überrascht hat, und ich glaube, wir haben unsere Ziele relativ gut und schnell erreichen können dadurch. Das heißt, ihr habt beim Salzburger Jugendlandtag jetzt gerade das wirklich geschafft, dass ihr die Themen, die euch interessieren, gemeinsam diskutiert und wirklich in Worte fassen könnt, dass ihr das in Anträge verpackt? Ja, genau. Das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft, ja. Danke, danke. Wie war das bei euch, Theresa? Hat das bei euch auch so gut hingehauen, oder hat es vielleicht auch ein paar Diskussionspunkte gegeben, Schwierigkeiten beim Arbeitsprozess? Ja, also wir waren halt im Gegensatz zu den 4 Leuten eine größere Gruppe, wir sind 9 Personen gewesen, und am Anfang hat es halt da doch ein paar Diskussionen gegeben, eben welche Themen wir auch genau in den Antrag verpacken wollen, aber dann am Ende hat es eigentlich dann doch gut funktioniert, also wir haben uns auf 2 Themen eben geeinigt und dann hat es funktioniert. Super, also hat sich die Diskussion bei euch dann auch gegen Ende so gestaltet, dass ihr auf einen gemeinsamen Nenner gekommen seid und das sozusagen gemeinsam in den Antrag gesteckt habt?
Ja, also wir haben uns halt dann genau spezifiziert eben und dann hat es eben funktioniert. Und wir haben uns halt dann auch in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt. Eben jede Gruppe hat dann eben einen Antrag bearbeitet und dann hat es gut funktioniert. Super, danke. Und die Pia ist ja aus der Gruppe, die die EU mit der Jugend zusammenbringen will. Und zwar geht es da ja ganz konkret darum, dass die Jugend sich in der Politik und in der EU mehr engagiert. Wie war das bei euch? Habt ihr auf gemeinsame Themen gekommen, die euch alle interessieren? Also wir haben zu Beginn einfach uns überlegt, was die Stärken der EU sind und die ganzen Vorteile, die vor allem wir Jugendliche viel zu wenig ausnützen, weil die Informationen fehlt. Und wir sind ziemlich schnell zu dem Entschluss gekommen, eben im Rahmen der Schule da vermehrt Informationen zu vermitteln. Super, danke schön, Pia. Wir haben da jetzt ein erstes Stimmungsbild gekriegt vom Salzburger Jugendlandtag und zwar, dass wirklich alle extrem motiviert bei der Sache sind und dass in die Themengruppen extrem viel weitergeht und dass wirklich die Themen, die Salzburger Jugend interessiert, in die Anträge gepackt werden und so auch Gehör finden werden am Salzburger Landtag.